Ja, sehr geehrte Frau Generalkonsulin, sehr geehrte Repräsentanten der pontischen Vereine in Baden-Württemberg, sehr geehrter Herr Dr. Mosidis, Frau Sidiropoulou, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und aus dem Landtag, verehrte Pontos-Griechen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre, heute bei Ihnen sein zu dürfen, bei Ihrer Gedenkveranstaltung, die Grüße der CDU Baden-Württemberg und mir persönlich überbringen zu dürfen. Wir sind eben gemeinsam schweigend miteinander hierher gegangen. Schweigen und Stille schafft Raum für Reflexion, für das Wesentliche und eben auch Raum für das Bedeutende. Das Wesentliche und das Bedeutende in dieser Gedenkveranstaltung heute ist für mich die Haltung, die uns alle hier heute versammeln lässt. Es geht ja zum einen ums Erinnern, aber es geht auch ums Gedenken. Aber vor allen Dingen, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht es auch um Gerechtigkeit, um Frieden und auch den Mut zur Versöhnung. Und all das gibt es nur in der Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, so wie Nationalismus und Imperialismus ganz Europa im späten 20. und frühen, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ins Elend stürzte, wurden die Pontos-Griechen Opfer von Vertreibung und Verfolgung, die schätzungsweise Hunderttausende Menschen auch das Leben gekostet hat. Wenn man diese Wahrheit aber ausspricht, dann geht es nicht darum, vorwurfsvoll in die Vergangenheit zu blicken. Es muss darum gehen, sich heute für eine gerechte und friedliche Zukunft einzusetzen. Die Ereignisse von 1915 bis 1923 markieren das wohl dunkelste Kapitel in ihrer und unserer gemeinsamen Geschichte. Gewaltvoll und gewaltsam wurden die Pontos-Griechen ihrer gewachsenen, ihrer historischen Heimat beraubt. Die Region, nach der sie sich heute noch benennen, war jahrtausendelang bekannt für seine florierenden Handelsbeziehungen und seinen kulturellen Austausch. Eine Region, die offen war für alle, die miteinander etwas zum Guten hin gestalten wollten, egal welchen Glauben sie waren, egal welcher Ethnie sie angehörten, egal welcher Muttersprache sie sprechen. Griechen, Perser, Römer, Byzantiner und Osmanen, egal wer die Herrschaft in dieser Region ausübte, es geschah in relativer Harmonie und kultureller Vielfalt. Doch die furchtbaren Ereignisse in den Nachkriegsjahren des Ersten Weltkriegs stellten einen ungeheuren Bruch dar, der bis heute ganz tiefe Narben in ihren Herzen und auch in ihren Seelen hinterlassen hat. Aber ihre Gemeinschaft hat bei alledem niemals ihre Würde verloren und niemals ihren Stolz und Glauben an eine bessere Zukunft verloren. Sie haben sich durch die Finsternis von Gewalt und Trauer gekämpft, jedoch ohne zu vergessen. Und heute sind Sie, die Gemeinschaft der Pontos-Griechen, ein Beispiel dafür, wie man im Erinnern auch die Kraft für eine friedliche Zukunft finden kann. Wir gedenken heute derer, die ihr Leben verloren haben. Zugleich aber geht es auch um die Herausforderungen unserer Zeit, um Toleranz, um Respekt, um Mitgefühl. Die sind heute auf eine harte Probe gestellt. Denken wir an die Kriege und Verbrechen unserer Zeit in der Ukraine und im Heiligen Land. Die Lehren aus ihrer Geschichte sind deshalb von größter Bedeutung, wie sie heute trotz an ihre Vorfahren begangenen Unrechts ein so starkes Zeichen für Frieden und für Gerechtigkeit senden, finde ich wirklich beeindruckend. Sie zeigen, dass wir gemeinsam eben doch stärker sind als Zivilisation wie diese Dunkelheit. Durch Zusammenhalt, durch Miteinander und dem Ringen um Versöhnung können wir die Zukunft gestalten und wir wünschen, in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben zu können. Das von innen lebendig gehaltene Erbe der Pontos-Griechen darf uns deshalb dazu inspirieren, uns für eine Welt einzusetzen, in der Frieden, Verständnis und gegenseitiger Respekt herrschen. Möge Ihr Vermächtnis für immer Mahnung an uns alle sein. Nie wieder. Herzlichen Dank für Ihr Engagement. Zu legen.